Wir wissen alle, dass große multinationale Unternehmen Steuern vermeiden. Aber wissen Sie, wie viel Steuereinnahmen Staaten weltweit jedes Jahr verlieren? Hier kommt die Lösung. Nach unseren besten Schätzungen sind es 500 Milliarden US-Dollar. Ja, 500 Milliarden. Wegen Steuervermeidung. Jedes Jahr. Diese Zahl kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Dieses Bild kann Ihnen vielleicht dabei helfen. Würde man 500 Milliarden Dollar in 100-Dollar-Scheinen übereinander stapeln, wäre der Turm 45.400 Kilometer hoch. Wenn man bedenkt, dass sich die internationale Raumstation nur 400 Kilometer über der Erdoberfläche befindet, so ist das doch ziemlich hoch. Tatsächlich bräuchte es weniger als ein Zwölftel dieses Betrags, um jedem Kind auf der Welt eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Ein Ziel, das alle Staaten schon 2030 erreichen wollen. Regierungen brauchen dieses Geld, um öffentliche Dienstleistungen wie Schulen, Krankenhäuser, den Schutz der Umwelt und die Bekämpfung der Armut zu finanzieren. Das ist doch der Sinn von Steuern, oder? Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass sich was ändern muss. Multinationale Unternehmen müssen ihre Steuern zahlen. Aber warum in aller Welt hat sich daran so lange nichts geändert? Nun, Transparenz oder der Mangel an Transparenz ist ein großer Teil des Problems. Unternehmen bemühen sich sehr, vor der Öffentlichkeit zu verbergen, welche Steuern sie zahlen oder auch nicht zahlen. Durch die Einführung von Transparenzregeln, die als öffentliche, länderbezogene Berichterstattung bezeichnet werden, können wir uns ein Bild davon machen, ob multinationale Unternehmen einen angemessenen Steuerbeitrag leisten. Die Idee ist einfach. Große multinationale Unternehmen sollen Basisinformationen offenlegen. Dazu gehören ihre geschäftlichen Aktivitäten, der erzielte Gewinn und die Steuern, die sie in jedem Land zahlen, in dem sie tätig sind. Auf diese Weise könnten Menschen wie Sie und ich auf die Webseite des Unternehmens gehen und prüfen, ob es wirklich dort Steuern zahlt, wo es geschäftlich aktiv ist, oder ob es seine Gewinne in Steueroasen versteckt. Transparenz ist nicht nur gut für Bürgerinnen und Bürger wie Sie und mich, sie kann auch kleinen Unternehmen helfen. Gegenwärtig zahlen kleine und mittlere Unternehmen im Gegensatz zu ihren größeren Pendants anteilig weitaus mehr Steuern. Schätzungen zufolge zahlen Unternehmen wie ihr lokales Café wahrscheinlich 20% mehr Steuern als einige der größten multinationalen Unternehmen. Daher können mehr Transparenz und mehr Steuerzahlungen von großen multinationalen Konzernen dazu beitragen, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung schadet die Rechenschaftspflicht großen Unternehmen nicht. 2015 hat die EU in Europa für mehr Transparenz im Bankensektor gesorgt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass dies die Gewinne beeinträchtigt. Untersuchungen zeigen bereits, dass Banken lediglich ihre Gewinne weniger wahrscheinlich in Steueroasen verlagern. Am wichtigsten ist jedoch, dass die öffentliche, länderbezogene Berichterstattung den Menschen am meisten hilft, die es am dringendsten brauchen. Denn die Auswirkung von Steuerdumping von multinationalen Konzernen wiegt in sogenannten Entwicklungsländern noch schwerer. Diese hängen noch stärker von Unternehmenssteuern ab und brauchen die Einnahmen, um die Armut zu bekämpfen und öffentliche Dienstleistungen wie den öffentlichen Verkehr, qualitativ hochwertige Bildung für Mädchen und Jungen und sauberes Wasser anbieten zu können. Bisher verlieren ärmere Länder in der Regel noch mehr durch Steuervermeidung und sie haben nicht den gleichen Zugang zu Informationen über multinationale Unternehmen wie europäische Länder. Die Lösung ist sehr klar. Mit Transparenz können die ärmsten Länder der Welt sicherstellen, dass alle Unternehmen ihren fairen Steueranteil zahlen. Und die Bürgerinnen und Bürger können ihre Regierungen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie dafür nicht sorgen. Derzeit diskutieren die Regierungen auf EU-Ebene die Regeln für die Veröffentlichung von länderbezogenen Daten. Wie Sie sich vorstellen können, setzen große Unternehmen und Finanzinstitute alles daran, die Transparenzregeln zu verwässern und raffinierte Schlupflöcher hinzuzufügen. Manche europäische Regierungen sind auf ihrer Seite. Aber so müssen wir nicht weitermachen. Überall auf der Welt möchten Menschen wie Sie und ich, dass unsere Regierungen dem Steuerdumping ein Ende setzen. Erinnern wir Sie daran, wie wichtig Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger in Europa und in Entwicklungsländern ist und dass auch große und kleine Unternehmen von Transparenz profitieren. Fordern wir Sie auf, hier etwas zu verändern. Besuchen Sie Tax Justice Europe.
www.bankensektor.org, um herauszufinden, wie Sie in Ihrem Land einfache Schritte unternehmen können, um echte Transparenz herzustellen und das Steuerdumping zu beenden.